Herzlich willkommen, YouTube. Hier cooler Lightning-Soundeffekt, oder? Heute schauen wir ein creepy Video, denn heute ist Halloween. Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Ich hoffe, ihr seid bei Halloween draußen oder ihr sneakt euch heute ein bisschen Süßes oder Saures. Wir schauen heute The Rolling Giant von Kane Pixels. Das ist der Dude, der, by the way, die Backroom-Videos erstellt hat. Also die richtig bekannten, ne? Die richtig, richtig bekannten. Sehr, sehr talentierter Dude. Wir haben da einmal bei Creepypasta schon reingeschaut und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, es wird sehr creepy. Ich stelle meine Kopfhörer so laut, wie es geht, ohne dass ich mich anscheiße. Und let's go. Alright, so we're out here. I've been walking for like 30 minutes now. Got off the trail a little while ago. And from here, it's pretty much just like a straight shot through these woods. You can see that's the spot where I put the other camera. Oh, and also, this light right here, this went out sometime while I was away. I noticed when I was watching back the last video. I'm not sure what to make of that. You know, I'm still on the fence about sharing any info with the location here. Luis, Dankeschön. Unterstrich 10.000 spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Luis, Dankeschön. I don't know who I'm gonna attract with this, and I don't know what I'm getting into. Das schaut einfach aus wie Minecraft, clearly, ne? You know, fucking joke, ja, Minecraft-Höhle. But I did a deep dive online after I got back last time, and I didn't really come up with anything. There was like a mining company that owns part of the land here, but I think all of this is just owned by a family, not anyone like particularly notable, just like locals, I think. Well, es geht unendlich weit runter. You're getting the legwork out, I'm getting. Like, you know, on the way back, having a climb up this. Bei uns in der Nähe gab's auch so einen Tunnel quasi, wo du reingehen konntest. Bruder, das war so insane. Das war ein Tunnel, wo du reingehen konntest. Ich weiß nicht, was es genau war, aber wir sind da mal reingegangen und es war so heller creepy, weil wir sind relativ lang gegangen und du musstest so geduckt gehen und unten in der Mitte ist so ein bisschen Wasser gestanden, deswegen da wolltest du nicht unbedingt reinsteppen. Und dann waren wir so, weiß nicht, 2 Minuten unterwegs und dann haben wir von ganz weit vorne einfach ein Geräusch gehört. Bruder, ich habe mich so angeschissen. Cohydra hat geschrieben, Süßes, sonst gibt's Saures. Dankeschön. Und Luis hat geschrieben, ich grüße die Ameisenkolonie von mein Nah, auf das sie weiter Tunnel graben. Let's go, Ameisenkolonie. Genau, die Neffin. Dark for like a solid hour walking back. I thought I was gonna fucking die, but yeah, honestly, they've been sore for days and this is not gonna help, but it's good. Ah, Bruder! Okay. I'm just gonna be quiet for a sec. Ja, wahrscheinlich! Okay, we're good. Wahrscheinlich, Bruder! We're good, folks. Bruder, da ist eine andere Atmosphäre da unten. I think I forgot to mention this, but also, day after last video. Wer zahlt da den Strom? The cameras, I hung around for a little while. Okay, da unten ist kein Licht mehr. Sort of scouted the area, just to see if I could find any other equipment, just traces of people, really at all. Oh mein Gott, Bruder. I didn't see anything, there was no tire track. Aaron-X3 spendet 6.969, spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön für die 6.999, oder 60. Dankeschön, ich schau gleich rein. Footprints. Like whatever this is, it's very much a backdoor. There's 100% other entrances, but I have no idea where. Bruder, ich sehe nichts. Wenn man Kreide holen muss. See, I think it smells like cut grass smell that I mentioned. It's like a cornfield kind of smell.
Sie sind im Gulag. Harry, hear any music this time? It's no music. All the lights are still off. Everything looks closed still. Ja, Bruder, wenn ich in den Keller gehe. Ja, geh mal rein, warum nicht, oder? Oder einfach Flashbang. Oder ich hoffe, du hast eine fucking Glock mit. Wie wär's damit, oder? It's like completely silent. So. Ja, kein Wunder. Wir sind 400 Kilometer unter der Erde. I shouldn't even shine a light, ideally. But... Boah, ich dachte, das ist wer! Oh, ich mag das gar nicht, wenn du so nah gehst ans Gitter. Geh du voraus, lass die Kamera zurück. Jo, still reicht. Dankeschön für den Raid mit 21 Personskis. Wir versuchen gerade Albträume zu bekommen. Dankeschön. Das ist die Toilette vom Bergheim. Bruder, wo sind wir? 3, 2, 1. Lauf, du fucking Opfer! Hör auf! Schreib das nicht in den Chat, oder? Vor 20 Zuschauer, eh perfekt, ne? Ah, oh, ja, geh rein. Geh nochmal rein. Ihr findet das vielleicht lustig, ja? Ihr findet das vielleicht lustig. Schau, ich stell den Ton ein bisschen lauter. Ha! Jetzt sind wir auf minus 10,8 Dezibel. Ich stell für mich auch lauter. Für mich ist das alles gerade sehr laut. Hier, da war Torben Platzen mit seinem Kaugummi-Automaten, da hat er den schon aufgestellt. Midtown AR Walk. Okay. Midtown AR Walk. Okay. Es bewegt sich nichts in meinem Studio. Ah, oh, Bruder, dreh dich nicht so schnell um. Das ist alles so halb pixelig, ne? Oder ist es nur bei mir so? Na, das ist für euch auch so. How big is this place? This is massive. How do you
Aber ist schön, ist schön. Bist du ein Shark? Can I name 8 veggies that start with the letter B? Broccoli. Broccoli too. Can you name 8 veggies that start with the letter B? Das liest du, wenn du da unten bist. Boah, ich würde mich so anscheißen. Okay. This is literally like the backrooms from TikTok. Boah, es ist schön, aber... In the backrooms. That's what this is. Ja, jetzt lässt du die Kamera fallen, oder? Cheers. Da brauche ich jetzt so eine Taschenlampe von Wish.com. Die so das ganze Gebäude erleuchtet. AMC. So fucking AMC. Ah, das ist ein Subway. War erst gestern oder vorgestern beim Subway. Also Real Talk, mal ganz kurz. Ich will nicht die Stimmung ruinieren, ich muss nur ganz kurz auf Kurve schauen. Ich war Real Talk mal, das war so dumm. Es gibt so ein Abandoned Place bei uns in der Nähe. Yo, Aaron, dankeschön für die 3 Euro. Ehrenmann, schreibt er. Es gibt so ein Abandoned Place bei uns in der Nähe. Und da war ich mit einem Kollegen, war ich so 2-3 Mal drin. Und dann waren wir mal um, ich weiß gar nicht, 2 Uhr in der Nacht waren wir da drin. Und wir sind so mit so, also mit den Handy-Taschenlampen und sowas sind wir so durchgegangen und wollten halt einfach nur ein bisschen creepy Vibes haben und sowas. Wir haben niemanden gesehen, aber das war insane. Das war insane gruselig und insane dumm, allein da reinzugehen. Thank you for shopping. Valley View Center, Dallas Midtown, okay. Valley View Center. Is that the name? Bruder, was war das? Boah, ich hab safe gerade was gehört, Bruder. Was steht da? Screws? Midtown Artist Studios. I should have brought a better flashlight. Ah, Bruder, diese Stille, die killt mich. Schmo 032 spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Puh, Dankeschön. Schauen wir da gleich rein. Oder Schmo haut hier die Jumpscares raus. Okay, stabile Mall. Was haben wir hier? Guest Service. Ist wirklich schön. Ich mag generell so Malls, die so auf mehreren Stockwerken sind. Weißt du, was ich meine? Mehr als so in die Länge gezogen. Yeah, it's an elevator. And these all look like shops. So this is like proper mall. Ja, jetzt kommst du drauf, dass es ein Einkaufszentrum ist.
Bruder, ich mag das gar nicht, wenn der sich so umdreht. Dreh dich bitte nicht mehr um, schau nur noch geradeaus. Er weiß nicht, wie weit er reingehen soll. Aber er geht auf YOLO einfach weiter. Ist ja wurscht, ne? Voll. Viele Art Galleries und nirgendwo ist Art. Alles ist leer, Digga. I'm also seeing a weird amount of stuff mentioning Texas. Er sieht viele Sachen, die mit Texas zu tun haben. Dallas. Wahrscheinlich überleben die Pflanzen hier. Was sind das so Plastikpflanzen? Ja, man, 400 Millionen Meter underground. But I've seen like two Texas shops. And it's on a lot of signs. We're back. Wir sind in Dallas, Texas. Ja, deswegen sind... Bruder, du bist doch in Dallas in dieses... Oh mein Gott. Ah! For some reason it's not that cold down here. Bruder, hast du nicht gesehen? Cold back in the food court, but... Ah! Yeah, another studio. It's like these are all art studios. Bruder, schau nach links. Einfach meine Neffin. Bruder, Raffi, halt die Fresse. Wie wär's damit? Wie wär's damit? Let's go, Alter. Jetzt beginnt die Kunstausstellung. Hallo, wo sind wir? Stabil, wer den Sessel hier hingestellt hat. Bruder, ich weiß gar nicht. Der Kaufhaus kommt. Willst du dich verstecken oder willst du nach Leuten suchen? Ich weiß nicht, was intelligenter ist. Dreh dich doch mal um, was ist mit dem Viech? Okay. Musst du sicher umgedreht. Aber ist geiler Beat, ist geiler Beat. Boah! Ich glaube, da steht jemand. Schau, und wenn du jetzt bewaffnet wärst, dann wäre das alles kein Thema. Wobei eigentlich doch, irgendwie musst du wieder raus. Ja, da durch das offene Feld. Sind wir von da gekommen?
Ja, von da sind wir gekommen, da ist der Kaugummi-Automat. Ja, und jetzt lauf, und jetzt lauf, und jetzt lauf. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Und sag mir, dass da nicht dieses Ding steht. Ja, passt, und jetzt verpiss dich. Ja. Stell das mal ein bisschen leise. Come on. Oh mein Gott, Bro. Upsi. Zehner. Wow. I really fucked up, guys. Vor allem, als ob er das nicht gehört hätte. Okay, da hilft ja auch eine Glock nichts mehr. Der Schulweg meiner Eltern. Bruder. Beste Leben im Kaufhaus. Ja, ist schon geil. Ist schon geil. Schon swaggy. Schau, da musst du ja auch so denken, es gibt gar keine Monster. Wenn Monster kommen, einfach Hose ausziehen. Wo ist das Problem? Hier, du hast einen Kaugummi-Automaten. Davon kannst du leben. Da nimmst du deine Vitamine raus. Vielleicht haben die da noch irgendwo so einen Holy Store. Dann sind wir all good. Dann sind wir all gut. Wo ist das Problem? Geile Musik läuft. Und irgendwo ist sicher noch ein Mensch, den man essen kann. Also den man um Hilfe bitten kann. Hey, geh doch nicht wieder ins Dunkle. Achso, weil Exit steht. Ja, ich hab's gesehen, da steht Exit. Ich hab's verstanden. Ich bin so jemand, wenn ich da so laufen würde, ich würde mich alle 2 Sekunden umdrehen. Ich bin extrem paranoid. Oder du befindest dich in Lebensgefahr und du filmst das einfach. Kaiser, wann gehst du wieder in Lost Places? Sollen wir IRL streamen? Na, Spaß, Spaß, das machen wir nicht. Wahrscheinlich ist da hinten der Exit oder wo nichts beleuchtet ist. Oh, meine Fresse! Preston Road? Fuck. Oh! Ja, Bruder, das war's! Das war's, oder? Ab jetzt nur noch Kaugummis und Holy. Wie wär's damit? Ah, gar nicht geil. Vor allem, wenn du dann einfach jetzt leben musst. Du wirst ja verrückt. Schicksal akzeptieren, mehr geht nicht, na for real. Aber halt. Ah, da ist der Oktopus. Da ist das Ding gestanden, oder nicht? Oder, sorry. Hä, er hat doch da den. Da ist er gestanden, da hat er den Oktopus gesehen. Und da ist das Ding gestanden. Ist da jemand? Na,
nein, lass mal das an. Bitte lass das an. Ja, film ein bisschen durch die Gegend. Jawohl, da ist wieder der Coole. Ja, stell dich hin. Ist eh wurscht, oder? Wird eh keiner gemerkt haben, dass du da mitten in der Mall bist. 400 Meter. Underground. Nimm dir den Stuhl wenigstens zur Verteidigung oder so. Ja, lauf hin. Mach mal das. Ja, Bruder, lauf hin. Schmeiß dich gleich runter, oder? Beim Geländer, ist ja eh schon egal. Ja, wahrscheinlich. Dreh dich um, schau dich um. Dreh dich nicht um. Hör auf damit. Ah, Bruder. Das Ding will ihn nach dem Kaiserschenker fragen. Ja, der hat jetzt wahrscheinlich auch nichts Besseres zu tun, oder? Als auf so einen Plan zu schauen. Also Malls sind schon creepy, wenn so niemand da ist. Ich dachte, da unten steht's wieder. Aber was noch creepier ist, sind Schulen. Bruder, imagine so deine Schule, aber halt stockfinster. Gar nicht nice. El Mercado. Ja, was ist denn jetzt der Plan? Wissen wir jetzt, wo der Ausgang ist, oder nicht? Ich glaube, ich würde... Ich weiß gar nicht. Ich würde hochlaufen. Hallo. Framerate. Ich glaube, ich höre seinen Herzschlag, ich bin mir nicht sicher. Wir waren damals öfter nachts in der Schule, ist ehrlich creepy. Ja, so Übernachtungsdinger und sowas haben wir nie gemacht tatsächlich. Das haben nur so die Nachbarklassen oder so. Ich hätte auch gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber bleib hier, da ist schön hell. Schaut fast schon aus, als könnte man da raus. Ja, passt. Und jetzt dreh ich bitte kurz um. Hey, yo, Hammerhead, Frau spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Bro. Wir schauen gleich rein, ich lasse ein bisschen laufen. Monte ist früher in die Sporthalle eingestiegen. Also ich fand das schon immer cool, so am Abend in der Schule zu sein, wenn jetzt irgendwie so, dass die so irgendwelche Aufführungen oder sowas waren. Aber jetzt so drin übernachten hätte ich gar keinen Bock. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei uns war immer so das Ding oder der Mythos, ich glaube, das war real so, dass der Hausmeister dort wohnt, ne? Und das hast du dann auch ein paar Mal gesehen, wenn du so in der Nacht halt an der Schule vorbeifährst oder so am Abend, dass dann Licht brennt. Da kannst du raus. Oder wahrscheinlich. Wahrscheinlich straight im Wald. Wir sind 400 Kilometer. Bruder, mach das Tor auf und lauf. Ja, geh hin. Geh hin und knie dich gleich vor den Mörder hin, oder? Da war original gerade der Ausgang. Ne, die Soundeffekte sind mega, ne? Der hat nur Angst vor Gott. Der tut alles, um gute Klicks zu machen mit dem Video. Das ist das. Bruder, der ist aber auch dumm. Oh mein fucking Gott! Bruder! Wärst du rausgegangen?
Das ist der von dem Plakat, ne? Ja, gute Idee, gute Idee. Schau nicht. Da! Was ist das für blöde Rollen, Alter? Was ist das? Was ist das da? Was ist das da? So ein Hammer? Ja. Ja, ach so, wirklich. Bruder, das ist ja fucking schnell. Ah, es ist mir zu schnell. Ich glaube, du musst die ganze Zeit hinschauen, wie SCP. Du bewegst dich nicht. Schau bitte hin. Bitte schau hin, Alter. Bitte schau hin. Hey. Bitte lauf weg, Alter. Lauf. Das kann safe nicht die Stiegen rauf. Was machst du jetzt? Du Blödian! Ja, verpiss dich, Mann! Verpiss dich! Und jetzt holst du Verstärkung, oder was? Nein, 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 nein. Bleib doch oben. Es kann nicht rauf. Es kann nicht rauf. Warum sind wir unten? Warum laufen wir? Warum laufen wir um unser Leben? Ist das notwendig? Ja, und ja, jetzt was? Ja, Pech gehabt, oder? Nimm den fucking Sessel und kämpf. Ja, jetzt ist es zu spät. Bruder, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Jo, nick in mit dem fetten 67 spendet 15 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, selbst schuld. Ja, jetzt bin ich für das Ding. Ich bin für das Ding, Alter. Du hast es nicht verdient zu leben. Ja, chill. Das kommt er niemals rein. Oder? Ja, lauf zurück. Mhm, lauf zurück. Ja, dreh dich um. Ist da irgendwer im Raum oder so? Ja, danke, danke. Jetzt klopfen gleich die Zeugen Jehovas an. Warum sind wir wieder hier? Ich hätte da mindestens 4 Liter gepisst schon an der Stelle. Ich dachte, das hat den Eingang da kaputt gemacht. Das hat sich voll so angehört. Jo, wir lesen die Donations danach. Ich will das hier im Flow halten. Vielleicht gibt's doch ein Dunkin' Donuts Lager. Na, mach's nicht zu! Wenn du es zumachst, dann bist du der Größte. Ja, mach's zu. Mach's zu. Ist eh wurscht, oder? Ist eh wurscht. Ja. Das ist eine super Idee. War das nicht da links? Nee. Ja, zuerst sprintest du und dann... Ja, wo sind wir jetzt? Taschenlampe? W-
Weißt du, wo ich hingehen würde? Ich würde mich einfach irgendwo drunter verstecken. Oder da, wo du davor warst. Da kann es sicher nicht rein. Hast du gesehen, wie riesig das ist? Einfach Wartezimmer beim Arzt. Boah, das ist ein... Das ist ein sickes Büro. Geil, bisschen Schimmel und so. Gehört dazu. Schau nach einer Schere wenigstens. Aber jetzt, was kann das Ding machen? Das ist die eigentliche Frage. Wenn das Ding dich attackiert, darfst du straight up dagegen springen, oder nicht? Weil was hast du zu verlieren? Du kannst es umkippen. Ja, du kannst es tackern, Bro. Wie wär's damit? Nimm den Tacker mit. Okay, das ist der Plan von der Maul. Bist du deppert, Alter. Von wo sind wir gekommen überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber genau, da ist das Ding gewesen. Da ist er die Rolltreppen raufgelaufen. Und dann sind wir wieder runtergelaufen. Ich glaube, wir sind jetzt hier irgendwo. Irgendwo hier sind wir, glaube ich. Ah, toll, dass man nichts lesen kann. Yeah, that's where I am. Ah, na, okay, wir sind hier. Sorry. Naja, der ist halt so kreuz und quer durch die Gegend gelaufen. Ich hab's aber nicht mitbekommen. Taktisch mit sich mit dem Ding vermehren. Bruder, das sucht einfach nur Liebe. Wie wär's damit? Schön. Ist schön hier. Andere Frage. Wie zum Fick kommen wir raus? Ja, noch irgendwelche Pläne. Das. Ja, irgendwelche Sicherheitssachen. Emergency Training und so. Das ist doch egal, Bruder. 71905. Mal irgendwo einen Penis drauf und dann let's go. Ah, ein Holy Shaker. Ein Kaisershaker tatsächlich. An der Stelle entspannt. Da ist der Exit, auf der 500. Karte. Okay. Ganz oben, oder was? Okay. AMC Level. Oder ich wette, das Ding steht jetzt gleich hinter ihm. Das ist AMC. Bruder, es war viel zu laut. Oh, kannst du nicht einfach da drin verhungern oder so? Ja. Mach. Okay, er sagt jetzt, dass er glaubt, dass die Kameras ihn gesehen haben. Ja, jetzt wo die Musik wieder spielt. Warum probierst du nicht die anderen Türen, Bro?
sind jetzt Leute oder was? Ja. Vergessen wir's. Da! Da, Bruder! Da! Hier auf den Baumstamm rauf. Und dann bist du free. Also, da geht's noch weiter, aber... Alles klar. Warum gehst du denn überhaupt weiter? We're back. Let's get up. Was ist das? Das ist der Waldmann. Der Waldmeister. Immerhin wäre auf dem Baumstamm safe. Ich denke es mir auch. Oder bricht hier zumindest so einen Ast ab. Ah, ich hasse das, wenn der sich umdreht, Alter. Bricht hier so einen Ast ab und wenn das Ding kommt, dann stich ihm die Augen aus. Oder das ist es. Schmeiß einfach vor seine Rollen. Was soll es machen? Bruder, das ist ein wandelnder Einkaufswagen. Das kann nichts machen. Glaube ich. Ja, for real, bevor ihm was passiert, bekommt er einen Lungenkollaps, der ganze Schimmel und so. Okay, wir müssen ganz rauf, glaube ich. Ah, AMC! Bruder, fucking lock! Und jetzt brauchst du den Stock! Und jetzt brauchst du den Stock! Hey! Spring runter! Der Brüh, Alter, let's go! Ja! Und was jetzt? Und was jetzt? Ja, und was soll ich jetzt machen? Darauf fährt. Ja, und was jetzt? Und was jetzt? Und was jetzt? What do you want? Oh. Es nutzt die tote Pferdeattacke. Oh. Ja, und jetzt? Du wärst auf den Baumstamm gegangen, ne? Kommt's! Schau doch nach, ob's kommt! Schau doch nach, ob's kommt, Bruder! Ja, nimm dir die Zeit. Ist eh wurscht, oder? Okay. Und jetzt, wo ist der Exit, oder? Wirf einen Stein oder sowas dagegen. Was soll sein? Und da ist er. Oder? Ja, ist aber schuld. Hättest du es im Auge behalten. Ja! Oder auch nicht. Oder auch nicht, du Blödian. Hättest du den Ast mitgenommen?
Und jetzt Jumpscare oder was? Nee. Hey, jetzt haben wir es geschafft. Oh, ist das schön. Ja, und der ist gestorben. Naja, blöd halt. Pech gehabt. Och Mann, oh. Respawn? Naja, okay, aber das war ja auch Failed System. Ah, da ist es! Hä, wie bist du raufgekommen? Mit den Rollen, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Okay. Krankes Video. Sehr, sehr krankes Video. Ich bin jetzt um einiges schlauer. Und ich werde auf jeden Fall nicht mehr in Malls gehen, die 800 Meter underground sind. Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like da und schaut auch gerne bei Kane Pixels vorbei. Ich glaube, wir werden öfter mal auf den reagieren, ne? War schon creepy. War schon heftig creepy. War gut gemacht.